Hallo, ich bin Mario, 36 Jahre jung und Pächter bei Coffee Fellows. Hab ein bisschen gejobbt als Kellner, in der Küche, so ein paar verschiedene Jobs gehabt. Und dann habe ich ein richtig cooles Angebot, ein eigenes Restaurant zu machen. Und dann habe ich das auch getan, habe ein italienisches Restaurant übernommen. Ja, ich habe die typischen Fehler gemacht als Jungunternehmer und habe auch ein bisschen draufgezahlt, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich Coffee Fellows kennengelernt und das erste Mal Kontakt mit einem Systemgastronom und war total verblüfft und überrascht, wie toll das ist. Alles durchstrukturiert, alles organisiert. Es gab für alles einen Plan, ein System, eine Checkliste. Das hat mich echt beeindruckt. Und dann haben mein Bruder und ich gesagt, weißt du was, wir verkaufen das Restaurant und machen nur noch Coffee Fellows, weil uns das so gut gefallen hat. Wir haben den Laden im Silent Opening aufgemacht. Wir haben einfach mittags irgendwann die Türen aufgeschlossen und dann sind die Leute schon reingestürmt und haben uns am ersten Tag schon überrannt. Der große Vorteil im Franchising bei Coffee Fellows ist natürlich, dass die Systemzentrale dir den Rücken frei hält. Du konzentrierst dich einfach um das Tagesgeschäft, um das Produkt, um das Team, um die Mitarbeiter, um deine Gäste. Und ja, um den Rest hast du einen starken Partner im Rücken, der dir da einfach die Arbeit abnimmt. Wir haben dann aber, wie gesagt, ziemlich kurzfristig gemerkt, dass wir weiter möchten, dass wir mit einem Laden einfach nicht ausgelastet sind und haben dann ziemlich nach einem Jahr den zweiten Laden übernommen in Stuttgart und dann ging das eigentlich so Schlag auf Schlag. So jedes halbe Jahr, ein Jahr kam eigentlich ein neuer Standort dazu. Heute sind wir bei 10 und ja, die Aufgaben haben sich komplett geändert. Natürlich ein bisschen mehr administrative Aufgaben. Das heißt, ich muss natürlich mehr im Büro machen und mich ein bisschen mehr um die Organisation kümmern. Allerdings, die Leidenschaft ist immer noch hinter der Bar im Café. Es ist der schönste Moment, wenn ich hinter der Theke stehe, mir einen Espresso ziehe und mit den Gästen kommunizieren kann. Ne? Das erfüllt mich natürlich am meisten.